Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subsistenz. Eine neue Aufnahmesession, eine neue Folge. Zuletzt am 11.02. gespielt, aber heute ist der 17.02. Sieht man mal 44 Tage, 18 Tode, eigentlich fast alle durch Tiere. Und wir sind im Dezember, lasse ich auch noch so, sieht man hier auch im Hintergrund. Seit der letzten Folge übrigens die höhere Bitrate. Ich hoffe, das ist aufgefallen. Also ab letzte Folge und hier ist natürlich auch wieder Dezember, lassen wir. Ist langsam Winter. Vielleicht, ja, man wird bestimmt noch alles zuschneiden, alles zueisen. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt die Jäger und Banditen wieder an. Aber wir machen aber keine Angriffe. Machen die. Also wir greifen die nur an. Ich hoffe, das lohnt sich nämlich wirklich, weil das sonst blöd ist. Aber ich muss ja erstmal lange Zeit wieder reinkommen. 4 Jahre nicht gespielt, circa und so. Jetzt bin ich langsam wieder drin, jetzt kann ich die auch mal wieder anschalten. Und man sieht die auch auf der Map. Feuer sieht man oder diese Leuchtstäbe da und sowas. So, hat sich irgendwas hier getan in der Zwischenzeit? Ich weiß es nicht, was ich noch so gemacht hatte. Hier brennt das alles. Ich hatte hier einiges eingeschmolzen. An Erzen und so. Bisschen angeln können wir auch noch mal gehen. Kraftstoff, da müssen wir auch drauf achten. Ich hoffe, das lohnt sich immer von der Munition. Wir haben so viel Munition nämlich auch nicht. Ein paar Pfeile und... Oh, da habe ich gar keinen Schuss für mehr, ne? Scheiße. Da müssen wir was herstellen. Auf jeden Fall. Bevor die Banditen kommen oder die Jäger. Und neue Fallen möchte ich bauen. Und das kann man ja auch immer bei den Tieren reinmachen. Das können wir auch essen. Als Obst und Gemüse zum Beispiel. Finden wir auch noch zuhauf. Hier ist mir einmal, naja, viel vergammelt. Und ja, weil da braucht natürlich auch ein bisschen Strom. Und das habe ich dann irgendwann mal vergessen gehabt, wo wir auf Null waren. Da sind 16 Sachen vergammelt oder so. Das war ein bisschen ärgerlich. So, den Hammer nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Müssen wir Sachen reparieren. Was brauchte man? Ich packe den mal hier rein. Okay, meistens braucht man Holz und Nägel. Die nehmen wir auch zur Not mal mit. Die Hälfte von dem hier. Holz, ach, Holz hatte ich gesammelt, okay. Da können wir nämlich mal wieder was im Ofen packen. Ja, hier. Das kann ich aber nicht aufwerten oder sowas, ne? So, was sagt die Beete? Vom Wasser her sieht das noch gut aus. Und hier auch. Asche muss ich dann mal gucken. Oder ich könnte noch ein bisschen reinhauen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber wir brauchen es auch für andere Herstellungssachen, ne? Muss ich dazu geben. So, ich wollte noch ein paar Fischreusen und Kleintierfallen brauchen, bauen. Stöcker und Tau brauchen wir jeweils. Stöcke habe ich. Kann ich auch noch ein paar herstellen. Weil ich wollte nämlich auch noch was testen. So, das kam auch in den Kommentaren. Ob man die Sachen eigentlich reparieren kann. Bezüglich auch explizit die Fischreusen. Aber Kleintierfallen können wir auch mal testen. Und wir können auch mal wieder angeln gehen. Dazu brauchen wir aber auch wieder diese Larven. Und sonst brauchen wir auch denselben Krams, ne? Da haben wir auch nicht mehr so viele von. Okay, interessant. Das habe ich zugemacht. Wie sieht das hier? Obst und Gemüse sieht nicht so gut aus. Das hilft hier natürlich dann auch nicht. Aber wir könnten mal was trinken. Ich habe hier genug drin. Okay,
Patronenhülsen, ne, Schießpulver haben wir ganz gut, aber Patronenhülsen nicht. Was brauchen wir dafür nochmal? Okay, Strom so ein bisschen und Metallschrott und Kupfer und Zink. Habe ich auch nicht mehr so viel am Start, scheiße. Weil man braucht natürlich auch immer Strom, man muss immer die Tiere plätten und dann, dass man Fett hat, dass man Strom gewinnen kann, beziehungsweise diesen Kraftstoff. Verballert natürlich Munition. Aber die Jäger und Banditen erhoffe ich mir, dass die gute Sachen haben, guten Loot, dass sich das lohnt, dass wir deutlich mehr kriegen. Kriegt man dann auch Munition? Ich weiß nicht. Oh, ich muss ja auch noch meine Infektion heilen, ne? Das muss ich auch noch. Also ich brauche ganz schön Vorbereitung. Also ich bin nicht gut vorbereitet, sag ich mal. Okay. Heilkräuter brauchen wir dann noch. Eine Leber und Seegras. Das stecke ich mir unterwegs mal schon mal ein. Hier. Ja, ungefähr die Hälfte. Das nehmen wir dann auch mal mit. Ja, das müssen wir dann auch noch machen. Das speichere ich mir mal lieber ab. Ja, Wolf, auf dich habe ich gerade keine Lust. Es ist natürlich auch arschkalt jetzt hier, ne? So, das kann ich ja noch gar nicht machen gerade. Und in den Fall muss ich auch Sachen reinpacken. Habe ich auch noch vergammeltes Zeug eigentlich? Und die habe ich, glaube ich, auch schon aufgebraucht. Oder war hier noch ein Fischding drin? Ich glaube, ich habe da noch welche. Da ist auch noch ein Fisch drin. Die auch. Können wir gleich mal gucken, ob wir das reparieren können. Ich will mal nach Seegras jetzt erstmal gucken. Vielleicht in dieser Folge ist vielleicht jetzt nicht mehr so neu, viel Neues gerade, aber es muss ja auch nicht immer Neues. Man kann ja auch einfach mal weiterspielen und muss auch nicht alles offscreen machen. Das ist natürlich ein kleiner See hier, ne? Aber es funktioniert mit den Fischen auch und mit dem Seegras, was hier spawnt. Ist schon mal ganz nice. So, den Hammer mal in die Hand nehmen. Ich will mal gucken, ob ich das reparieren könnte. E drücken, nee. Ja, 200. Der braucht aber keine Nägel, der braucht was anderes. Holz und Tau. Aber das kann man reparieren, das ist das nice. Okay, kostet auch nicht so viel, glaube ich. Es müssen immer verdeckt diese Anzeige der Luft, ne? Gut, das Wetter wird auch nicht besser. Das ist wieder ein Wolf. Ich brauche aber ein neues Hühnchen mal. Oder habe ich da noch eins drin? Habe ich. Und Eier. Machen wir hier noch ein bisschen Futter rein. Okay, das muss ja nicht repariert werden. Also die Fallen, die Kleintierfallen auch. Da könnte ich mal wieder welche aufstellen. Fischreusen, also das brauchen wir jetzt alles nicht unbedingt. Ist ja gut, das kann man reparieren. Also den Test hat er schon mal bestanden. So, wir brauchen jetzt eher was zu essen, ne? Ich würde sagen, jetzt Öl gewinnen könnten wir, aber wir machen das, hauen das mal auf den Dings. Kann ich ein Ei hier auch reinhauen? Nee. Und Ei gibt Eiweiß. Ja, ist ja logisch. Essen wir mal, ne? Kann nicht schaden.
Vergammeltes Zeug habe ich hier nicht mehr drin. Ich habe natürlich auch noch andere Muni, ne? Ich habe zur Not habe ich hier noch Pistolenmuni für die Jäger und Banditen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Und Revolver. Revolver könnten wir machen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Der würde nur 5 Waffenteile. Könnten wir machen, aber vielleicht sollte man auf was anderes gehen. Lieber auf so einen geilen Bogen hier oder auf eine doppelläufige Schrotflinte. Oder einfach irgendwann alles. Premium-Pfeile braucht man natürlich auch, Premium-Federn und so. Ne? Taschenlampen kannst du raufsetzen, habe ich gesehen. So. Wie sieht das mit dem Strom aus? Sieht noch gut aus. Packen wir alle mal hier rein. Okay. Wir haben natürlich, wollte gerade sagen, ein bisschen kommt ja was rein. Da muss ja. Erz habe ich gar nicht mehr. Habe ich alle. Ah nee. Eisen habe ich nicht alles verbraten. Aber traue ich mich jetzt auch nicht, wenn ich unterwegs bin, dann. Sonst geht der Kühlschrank manchmal flöten, ne? Das ist auch nicht so nett. So. Okay. Dann brauchen wir doch keine Schrauben, sondern eher diese Dinger hier. Kriegt das Holz auch wieder reinmachen. Was brauchen wir nochmal hierfür? Die beiden Dinge haben wir ja mit. Wir müssen dann leider noch ein Viech erledigen, das vielleicht eine Leber hat. Oder in der Hoffnung das, ne? Mit Pfeilen können wir das natürlich auch machen. Aber ist natürlich auch immer langsam, ne? Das ist echt Munitionsmangel gerade. Da muss ich die Pistole auch noch mitnehmen. Und die Munition. Mal nachladen. Sonst mit der Energie, so weiß ich auch nicht. Oh nein, es ist 0 Grad, es ist schlecht. Da kann man nichts machen, ne? Oh, was für ein Wetter. Aber ich brauche ja Sachen. Also, oh. Wir müssen unser Glück ein bisschen probieren. Scheiße. Natürlich wird er wieder frieren. Hagebutten. Ach, im Winter droppt was anderes, ne? Also. Das Brand. Habe ich auch schon mal gelesen. Übrigens, einmal hatte ich auch einen dicken Elch erledigt, der bringt auch diese Sehnen. Also nicht nur Pumas. Ja, scheiße, es ist kalt, ne? Minus 1. Oh Gott, oh Gott. Oder ich kann ja nicht nur zu Hause rumhängen hier. Wir können bei uns angeln, aber wir brauchen noch ein paar Baumlarven. Da muss ich natürlich wieder diese dicken Bäume finden. Ne? Oh, ist das ein Mistwetter. Und muss die Infektion ja auch heilen. Ne? Das ist alles nicht so einfach. Ich komme gar nicht so gut voran. Im wahrsten Sinne, jetzt hier und allgemein. Aber jetzt verliert er auch Energie, scheiße. Da
Wenigstens bis... Na, ich friere, ich weiß. Wenigstens bis zur Baumlarve. Okay, tschüss. Kann sich ja im Winter kaum mehr rausbewegen. Und ich habe diesen... Die Sachen noch nicht... Oh nein, apropos die Sachen nicht. Scheiße. Ich habe auch keinen... Nee, habe ich sowieso nicht. Kein Dietrich. Bei dieser Temperatur frieren wir noch nicht. Ich weiß es nicht. Einen gewissen Schutz haben wir ja. Eine Angeleine können wir uns wieder machen. Machen die Tiere jetzt Winterschlaf oder was? Ist das im Winter normal, dass es dauerhaft so einen Scheiß gibt? Okay, wir brauchen leider eine Leber, ne? Band anlegen, gut. Man kann sich auch übrigens mit dem Wasser heilen, habe ich gesehen. Ist hier eine Leber dabei? Nein, ist nicht. Oh nein. Also wenn das mal zufriert, kann man auch also mit unseren ja, Behältern da sich die Hände waschen. Jetzt haben wir natürlich noch weniger Energie. Wieder Munition natürlich, klar verloren. Wir haben leider nur Fett gewonnen hier. Gebutten ist für Dings, für Gemüse auch gut. Da kann ich keine Dings rausziehen. Keine Samen, okay. Muss ich dann so vor, theoretisch. Ja, hier ist natürlich schön warm, aber... Kann man nicht viel machen. So. Schrot. Eine Patrone haben wir hier noch. Gut. Wir brauchen echt mehr. Das könnte eng werden mit gegen unsere Freunde, die immer gleich. Die bald mal spawnen, ne? Okay, so ein Ding hier können wir schon mal craften. Okay, das, vier Dinger, das kriegen wir wohl noch hin. Das haben wir an eine scheiß Leber, ne? Oh. Oh, ganz schön gedamaged sehen wir wieder aus, ne? Weil wir jetzt auch nicht mehr viel Energie haben und sowieso infiziert sind. Sich in diesen Zeiten auch komisch an, infiziert zu sein. Ne? So, rein damit. Was fehlt mir hauptsächlich? Zink. Oh, shit. Ist das Zufall, wann Leber gedroppt wird? Oder eher bei den Bären? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich habe auch echt nicht viel Muni, ne? Hm, das könnte heiter werden. Ich brauche unbedingt besseren Loot. Das ist echt wichtig.
hätte ihn nicht andauernd aufstellen sollen. Aber wenn man dann wieder am Reinkommen ist, sozusagen, und dann sind sie schon da und nerven ein, naja. Ist dann auch nicht so geil, ne? Viel spawnt ja nicht mehr, außer hier diese Hagebutten, ne? Und Erze spawnen gefühlt auch weniger. Ah, ist alles belastend. Die Sonne ist auch schon wieder mal untergehen gefühlt. Kann mich auch täuschen, ich weiß nicht. Läuft wieder ein Reh rum. Ja, mit mehreren kann ich es auch nicht aufnehmen. Mir gerade eine blöde Jahreszeit ausgesucht, wa? Das ist leider kein Zink. Man kann alles gebrauchen, aber Zink am meisten gerade. So, hier ist so ein Dingsbaum wieder, ne? Das heißt Heilkräuter, ich brauche alles. Und ein Leber. Aber also ich habe mich, glaube ich, auch infiziert bei den Hirsch irgendwann letztens, dem Elch. Was ist das denn? Das ist so ein Schneewolf, ne? Aber hier wird noch Muni, ne? Ich weiß, ob das gut geht. Es ging leider nur halbwegs gut. Und auch keine Leber. Du willst mich doch verarschen. Ja, das ist eben so, wenn man gerade eine braucht, ne? Dann findest du keine. Mist, Mist, Mist. Es wird immer. Ach, ich habe echt Probleme. Ich habe schon echt viel, viel gespielt und gar keine Muni gerade. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Am besten jetzt friert das zu oder so. Das wäre es ja noch. Na, ist noch nichts wieder gespawnt und Fischen. Aber Seegras. Hänge ich hier fest oder was? Fällt natürlich auch dunkel. Da haben wir
auch schon einen Schneewolf erledigt. So weit, so gut. Was haben wir hier? Leider kein Zink, ne? Ist doch bestimmt mit Absicht, dass das weniger spawnt. Ich mach ein bisschen Licht an hier. Ist es noch. Ja, ist noch okay, alles. Kaliumerz. So, wieder nachgelegtes Holz. Ist ja kein Problem. Essen wir. Ja, wir brauchen es leider auch gerade so ein bisschen. Jetzt hätte ich das dem Huhn gegeben. Erstmal die beiden, glaube ich, hier. Trinken noch was. So. Das können wir auch noch vertragen, oder? Na, erstmal den Fisch hier auch noch. Die beiden Steaks sind auch gar. Ja, hier habe ich ja leider eine Leber. Die habe ich ja irgendwann mal gebraten gehabt. Das war es, wenn man das gewusst hätte, ne? Ich kann ja nicht, leider nicht diese nehmen, ne? Das ist, muss eine rohe sein. Scheiße. Ah, ist alles nicht so einfach gerade. Fast out of Muni und dann kommen die Banditen irgendwann und oh, oh, oh. Was sagt denn hier die Fettschmelze? Na, ist doch schon einiges wieder rausgekommen. Ja, leider muss ich die Asche benutzen, damit weil ich ja, die Beete machen muss, ne? Das ist ja auch schon wieder weg. Wobei hier ist das gleich, ist das sowieso gleich fertig. Ich hau alles hier rauf. Zack. Immerhin 72. Vier Angelrouten. Wir können gleich nochmal ein bisschen angeln, vielleicht am nächsten Tag oder so. Mal sehen. Ist immer noch Dezember, ne? Das wird wohl auch nicht, erstmal nicht ändern. So, im Januar wird das hier noch schlimmer alles aussehen. So, 13 und nochmal 13. Das ist ja auch nicht schlecht. Muni, Muni. Da brauchen wir vielleicht Muni, ne? Ja, kostet auch wieder Federn, ne? Stöcke, Nägel. Also Pfeile halt. Hm. Aber, ja, besser als nichts. Okay. Will auch nicht zu viele Federn ausgeben. Aber hier haben wir noch 5 Seen und ich habe schon 7 Geweihe. Klebstoff habe ich auch mal irgendwann gefunden gehabt. Hier noch die Perlen, Glas, Sandstein. Metallschrott habe ich aber auch nicht so viel. Komm, das packe ich erstmal wieder rein. Das auch so.
Ja, die Muni und die blöde Infektion. Oh Mann. Aber am Anfang sind die. Soll man die lieber erst aufbauen lassen, die Jäger? Aber wenn die stärker werden. Ich habe ja eh nicht viele Muni und ich brauche ja was. Ach, das ist doch. Ich bin an so einem Punkt, wo das gerade ein bisschen schwierig ist, alleine, ne? Da ich auch nicht so genügend Zink habe, ne? Können wir einmal was herstellen hier. Das ist leider nicht ganz nett. Guck mal, das ist echt mau. Und vier Dinger, da könnten wir drei Patronen draus machen. Jetzt vier. Wow. Ist besser als nichts, aber schwierig. So, wird es denn jetzt wieder hell oder nicht? Hier haben wir noch vier Spawns, ist auch ganz nett. Es wird hell. Gehen wir wenigstens nochmal angeln. Wie sieht das mit den Hütchen aus hier? Ich lasse das nur mal auf Level 3. Ach, es ist ja auch Level 3. Dann werde ich das wohl auch noch ernten, ne? Um Neues zu kriegen. Aber wie viele Pfeile haben wir? 10, 16. 10 oder 16? Kann ich nicht genau erkennen. Erstmal gucken, was die Fischreusen sagen. Es ist kalt natürlich. Hier ist nix. Man muss natürlich darauf achten, wenn ich da so viele Dinge reinballe, dass ich die auch repariere rechtzeitig. Ne? So. Und ich muss auch rechtzeitig darauf achten, dass mir nichts im Rücken fällt. So. Kleiner See, der spawnt nicht so geile Sachen, aber wir können ja mal wieder angeln. Dauert jetzt einen kleinen Moment, aber jetzt zum Ende der Folge. Und wir sind auch nass. Ich weiß gar nicht, ob das so einen negativen Effekt hat auf Dauer oder so. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wenn man die Jäger oder Banditen angeschaltet hat, wie lange das dauert, bis sie wieder spawnen. Dauert es 2 Tage oder 3 Tage? Ich weiß es gerade gar nicht. So lange wird das Angeln ja hoffentlich nicht dauern, ne? Eigentlich beißt die auch immer relativ schnell eine an, aber hier in diesem kleinen See ist das so eine Sache. Aber hier ist halt unsere Base, ne? Drop the Base. Kommt schon. Was ist da los? Wollen sie nicht anbeißen? Bin ich nicht zum Anbeißen? Beziehungsweise meine Angel. Das war wohl das Stichwort. So ein kleiner Gammelfisch, ne? Auch einer von den jungen Lachsen. Ja gut, hier ist glaube ich nichts Geiles drin. Da habe ich im großen See da auch schon was ganz anderes gefangen oder ganz andere Sachen. Aber manchmal muss man das ja machen, dass es nicht nur heißt, ich mache das nur offscreen, ne? Das, ja.
Aber bin ich mal echt gespannt, wie das ist, wenn die Seen zufrieren, wenn hier alles zufriert. Muss natürlich auch gucken, wo man das, sein Wasser herkommt, aber ich glaube, ja, kann es halt aufschlagen wahrscheinlich. Dann geht das schon. Ist das ein etwas größerer oder ist das derselbe Pissfisch? Der sieht, glaube ich, ein bisschen größer aus. Ja, naja, ist was anderes zumindest. Ein Gelbbarsch. Jetzt wird die Folge doch wieder etwas länger als gedacht. Wie schnell das auch immer geht, wie schnell die Zeit hier rumgeht und alles. Das ist schon krass. Also es ist ein zeitintensives Spiel. Also kann es zumindest sein. Ja, für die großen Waffen habe ich jetzt gerade gar keine Munition. Sehr belastend. Man kann auch mit der Axt drauf gehen auch noch und so, wenn man gar nichts mehr hat. Aber ich möchte dann am besten gerne auch volle Energie haben. Was 80 ist. Ich denke mal, irgendwie geht es noch mehr, oder? Was ich noch gar nicht habe. So, beißt jetzt noch eine an, oder? Wie sieht das aus? Ja, vielleicht mache ich dann offscreen noch ein bisschen weiter hier mit den Angelagen. Mit dem Angeln. Oh, Angelagen, ne? Neues Wort erfunden. Und heile mich hoffentlich mit der Infektion, dass sie wieder weg ist. Und ansonsten warte ich auf die Banditen und die Jäger. Versuche auch noch ein bisschen Zink zu finden, dass ich noch ein bisschen was herstellen kann, ne? Naja, hier beißt gerade nichts an. Die Leine mal rein, sonst ist die weg. Habe ich ja immer noch zwei. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Subsistence. Wieder eine sehr lange Folge. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.